In der Mödlinger Fußgängerzone riecht es wieder verführerisch nach gutem Essen. Mit dem 15. Mai öffnen die Gastronomiebetriebe ihre Türen. Sehr zur Freude der Gastwirte und Wirtinnen. Ich bin sehr erleichtert und gehe mit richtigem neuem Schwung an die Sache. Die Zeit während des Lockdowns haben einige Betriebe genützt, um zu renovieren und die Stuben umzugestalten. Nun läuft der Betrieb wieder beinahe normal. Es war ja auch vor der Corona-Zeit, ich sage absichtlich Zeit und nicht Krise, auch schon so, dass viele Leute sich die Tische reserviert haben. Da wird halt jetzt noch ein bisschen mehr dazukommen. Wir werden Augenmerk legen, dass die Leute sich gut wohlfühlen und einen guten Platz kriegen. Auch der Mödlinger Bürgermeister ist zufrieden mit der derzeitigen Situation. Daumen mal Pi haben wir ca. 70 lokale Gastronomiebereiche. Und die Gastronomie ist ganz einfach auch wichtig, damit sich Mödling als Bezirkshauptstadt auch für den Handel präsentiert. Die Gastronomie bringt Touristen in die Stadt, die Gastronomie bringt Kundinnen und Kunden in die Stadt. Dass das nicht von einem Tag zum nächsten passiert und man nicht sofort zur Normalität zurückkehren wird, ist sowohl den Wirten als auch den Stadtpolitikern bewusst. Wirtshauskultur ist eine sehr gesellige Sache, ganz wichtig. Und es ist auch ein Zeichen. Auch mit den Abständen, der Umsatz wird nicht so rasend schnell steigen, weil ja nicht so viel Umsatz gemacht werden kann, wegen der Anzahl der Personen, wegen dem Abstand, was vollkommen korrekt ist. Aber es ist ein Zeichen in Richtung Normalität und es tut auch der Psyche sehr gut. Um die Mödlinger Gastwirte in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, sind von Seiten der Stadt als auch von Seiten des Bundes Maßnahmen gesetzt worden, wie zum Beispiel, dass wir die Schanigärten von den Jahresgebühren bis zum 31.12.2020 befreien werden. Wir wissen, was wir an der Gastronomie haben und auch die Maßnahmen, die die Bundesregierung, das Parlament gesetzt hat, mit diversen steuerlichen und anderen Erleichterungen, denken wir, dass das ein Anstoß sein wird, dass wir wieder zur berühmten Normalität zurückkehren können. Auch in die Kaffeehäuser Mödlings zieht langsam wieder der sanfte Duft gemahlenen Kaffees und munteres Stimmengewirr ein. Es funktioniert gut, es funktioniert fast, als wäre kaum ein Unterschied zu sehen, außer dass man beim Reingehen eine Maske tragen muss. Wir haben Glaswände zwischen den Kojen montiert, die freundlich wirken. Es sind eigentlich alle gute Dinge. Es war natürlich spannend, wer nervöser ist, die Gäste oder wir als Dienstleister, als Cafetiers. Aber bis jetzt, die ersten Stunden waren auf jeden Fall sehr zuversichtlich und optimistisch. Mit eher gemischten Gefühlen startet dagegen der Hotelier und Gastwirt seinen Betrieb. Ja, im Moment sind wir alle neugierig, was passieren wird, wie es anlaufen wird. Jetzt ist es noch relativ ruhig. Für den Abend sind wir schon voll, morgen ist auch ganz gut. Eigentlich lassen wir uns überraschen. In gewisser Weise ist natürlich schon, muss ich sagen, also das heurige Jahr, das existiert in der Buchhaltung nicht mehr. Werden wir sehen, wie sich das alles noch darlegt. Also, die Hoffnung ist da, aber die Zuversicht fährt ein bisschen, dass es noch wirklich ein gutes Jahr wird, sagen wir mal so. Ja. Ich hoffe, dass die Entwicklung in Österreich oder bei uns in Niederösterreich so positiv weitergeht und dass wir dieses neue Leben gut genießen können.